Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute den Fallensteller. Ja, und ich spiele mit den Perks Zorn des Gespensts, Verblüffen, Ruin und Beständig. Außerdem habe ich zwei Addons dabei, einmal, dass ich zwei Fallen tragen kann und dass meine Fallen richtig, richtig dunkel sind. Das heißt, ich kann die ruhig jetzt auch mal so ein bisschen offener platzieren. Und ja, man sieht die halt kaum, die Überlebenden laufen hoffentlich schön rein. Und ja, alles geht gut aus. So, ich setze direkt ein paar Fallen hin. Und dann suche ich mal nach Überlebenden, beziehungsweise ja, erstmal ein paar Fallen suchen, Schlachtfeld vorbereiten, alles in Ruhe hier. So. Und Ruin wurde schon zerstört. Das ist nicht so toll. Das sollte doch ein bisschen länger halten. Naja, Ruin halt, ne? Manchmal ist es Gold wert, manchmal, naja, spielt man lieber ohne. So, hier war eine Truhe geplündert, das heißt, hier in dem Gebiet war irgendwo ein Überlebender. Und da wurde auch schon der erste Generator gemacht. Mensch, die sind aber ganz schön flott hier unterwegs. Da sehe ich eine Nia. Nur eine Nia. Okay, hätte gedacht, dass mehr sind. Vielleicht hätte ich die Palette zerstören sollen, aber so wie die Nia weiter vorausrennt. Sie ist runter. Die schaut hinter sich. Und kommt jetzt zu der Palette. Dank beständig, kein Problem. Ich zerstöre die Palette. Dann gehe ich mal weiter in die Richtung. Dort hinten ist der Dwight. Vielleicht erwische ich... Wobei, vielleicht kann ich die nie an die Falle dort lenken. Das wäre ziemlich gut. Einmal. So, und sie hat die Palette umgeworfen. Das ist ziemlich gut. Dadurch muss ich nämlich nicht ewig meine Waffe abwischen, sondern kann direkt weiterjagen. Ist es jetzt so gut, der Nia weiter zu verfolgen? Aber ja, letzten Endes war da nur der Dwight, aber letzten Endes, wenn ich die Nia nicht weiterjage, dann macht die weiter hier Generatoren. Hart im Nehmen, sehr gut. Puh, ich wollte sie noch unbedingt vor der Palette erwischen, damit ich meinen Zorn des Gespenst nicht verbrate. So, du kommst jetzt hier in den Haken. Dann mal schauen. So, der erste hängt, der erste Generator wurde schon gemacht. Der zweite Generator wurde gemacht. Verdammt! Eins, zwei und vielleicht der dort. Wenn ich die halten könnte, wäre das vielleicht ganz gut. Ich setze neue Fallen. Da ist niemand. Ich weiß, dass dort oben der Dwight war. Vielleicht kann ich den irgendwie in diese Falle dort lotsen. So, ja, hallo Dwight. Sprintboost. Aber ein bisschen panisch bist du schon. Dafür läufst du einfach an der coolen Falle hier vorbei. Ärgerlich. So, das Gute ist, ich habe Zorn des Gespensts bereit. Der Generator dort oben ist auf 99, den hätte ich vielleicht treten sollen. Aber dann hätte ich auch nicht den Hit auf den Twilight gehabt. Hab ich dich? So, wir können eine coole Sache machen. Hier ist nämlich direkt der Keller. Wir können den Twilight in den Keller hängen, dann vielleicht mit ein, zwei Fallen den Keller sicher machen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine coole Idee. Wobei, wie mache ich das jetzt? Sollte ich erstmal noch den Generator schnell treten? Der Generator fällt mir wahrscheinlich auf die Füße, wenn ich den jetzt nicht trete. So, dort ist niemand, dort ist niemand. Ich gehe erstmal direkt hin, trete den Generator. Es bringt nichts. Dann gehe ich, denke ich, nach dort oben und hole mir die Falle. Das Blöde ist halt, wenn ich jetzt das alles so in Ruhe mache, dann nehme ich mir natürlich auch schön die Zeit weg, die ich jetzt hier eigentlich bräuchte, um die anderen Generatoren zu verteidigen. Aber ich muss jetzt auch ein paar Fallen setzen. Ein paar mehr Fallen. Je mehr Fallen, desto besser. Ich setze eine Falle, denke ich. Oh, da wurde direkt gerettet. Einmal. Ah, Dwight. Hab ich dich. Und die Nia ist schön in die Falle gelaufen. Das ist gut. Die hat nämlich höchstwahrscheinlich der Eifer der Menschen. Weil sie meine Besessenheit ist. Darum rechne ich einfach mal damit. Dann kommst du jetzt hier in den Keller. Dort oben ist schon eine andere Nia an dem Twilight dran. Ja, den wollte ich nur schnell niederschlagen. Dass ich da... Okay. Dass ich... Ja, ich meine, ich habe mir von meiner Flinte... Da klopfe ich drauf. Leute, ihr solltet hier nicht weiter heilen, ne? Hab ich dich? Das war jetzt nicht unbedingt das Schlauste, was du hättest machen können. So, pass auf, ich setze hier meine Falle. Und dann würde ich eine gerne unter dem Fenster setzen. Den Twilight würde ich nur ungern jetzt schon aufheben, weil der höchstwahrscheinlich, so wie der hier mir wieder reingerannt ist,
mit Entscheidungsschlag spielt und das im Grunde darauf anlegt, dass ich ihn jetzt hier aufhebe, damit er den Strike bekommt. Das würde ich natürlich gerne vermeiden, weil mir das Strike gerade echt Zeit kostet. Und die Zeit habe ich nicht unbedingt. Wobei ich denke, mit zwei Überlebenden, einer der liegt, einer der hängt, habe ich, denke ich, gerade ganz gute Chancen. Ah, nicht in meine Falle rein. Schade. Sie lässt sich sterben. Okay. Hätte sie auch nicht machen müssen, aber gut. Ich war halt dauerhaft hier in der Nähe. Kann ich irgendwo... Ja, hätte sie trotzdem nicht machen müssen, weil ich habe ja letzten Endes nicht gecampt. Hier waren nur so viele liebe Überlebende in der Nähe, dass man da erstmal aufräumen muss. So, du kommst hier an den Haken. Da wird erstmal jetzt entschärft. Wir nehmen sich die Zeit und entschärfen die Fallen. Das heißt nur für mich, dass sie noch nicht genug Druck haben. So, hier lang gehen die Rennen. Schade. Er hat seinen Sprintboost bereit. Oh, der Zweite verhaut hier irgendwie am laufenden Band, ne? Er hätte lieber... Keine Ahnung. Gut, er wusste nicht, dass ich Zorn des Gespenst habe. Aber er hätte das ein bisschen... den Loop ein bisschen anders nehmen sollen. So, du kommst jetzt hier runter. Und zack. So, mal sehen, ob er sich sterben lässt, damit der Letzte die Falltür suchen kann. Ich weiß, dass der Letzte auch hier irgendwo in der Nähe ist. So, hier stelle ich eine Falle und dann gehe ich hier raus und suche mir mal den letzten Überlebenden, der wahrscheinlich in dem Gebiet hier unten ist. Oder auch nicht. Das Ding ist, der Keller ist ziemlich gut bewacht. Sie haben nur einen Eingang rein. Okay, da wurde... hat sich der Dwight sterben lassen. Mensch, Dwight. Aber gut, ich habe ja damit gerechnet, dass er das macht. So, jetzt heißt es, schneller bei der Falltür zu sein als der Random. Also, Quatsch, als der Random, als der Letzte. Wenn der den Wettlauf gewinnt, dann Glückwunsch. Wenn er den verliert, habe ich natürlich jetzt sagen. Schrottlaube, nein. Okay, ich schau mal nach hier oben. Hier ist der nicht. Boah, wetten, der sitzt wieder auf der falschen Tür weg, erstmal eine halbe Stunde, bevor er reinspringt. Aber gut, weiß man halt nie vorher, ne? Und zu! So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme die Falle dort hinten und stelle sie vor dem Tor. Vor dem Tor ist schon eine Falle gestellt. Das heißt, er muss erst eine Falle entschärfen, bevor er an die Tore kann. Das ist schon ziemlich böse, weil ich ihm dadurch so ein bisschen die Möglichkeit nehme, hier unbemerkt zumindest an die Tore zu gehen. So, ich gehe danach, wenn ich die Falle gestellt habe, trotzdem erstmal zum anderen Tor. So, Falle steht. Weil im Zweifel nicht, dass er sich dann irgendwie dran vorbei schleichen kann. So, die Zeit läuft ab. Der letzte Überlebende muss überlegen, wie er es machen möchte. Dort oben. Oh, sie ist in die Falle gelaufen? Ach, arme Claudette. Die hat sie nicht gesehen. Ich sag ja, die Fallen sind so dunkel. Aber irgendwie sind gar nicht so viele Leute reingelaufen, ne? So, komm auf die Schulter, dann kommst du hier an den Haken. Und dann war's das mit dir. Dann haben wir auch die letzte geschnappt. So, zack. Tot bist du. So, die Falle hier hat ihren Job getan. Ich glaube, das war die einzige, die wirklich was gemacht hat. Oder waren andere Fallen auch effektiv? Kann auch sein. Nee, ich glaube, vorhin ist auch mal jemand reingelaufen. Ich glaube, das war Ninja. Stimmt, die eine bei der Schrottlaube. So, ich stelle hier einfach nur ganz schnell Fallen, dass ich nochmal ein paar Punkte mache. Ich meine, als Fallensteller kann man sich da mal ein paar Punkte nochmal gönnen. So, Pip habe ich gemacht. Und die Überlebenden, ja, hatten eine schwierige Runde, würde ich es mal sagen. Würde ich es mal so formulieren, ne? Ja, gerade durch den Keller, da ist ihnen dann auf die Füße gefallen. Dann hat sich die eine sterben lassen und da hat es eigentlich schon angefangen zusammenzufallen. So, ich hätte mehr jagen müssen. Ein bisschen mehr verletzen und die Leute mehr aufhängen. Aber gut, wenn sie sich am Haken sterben lassen, ist das hier gerade besonders schwer. Und gerade die Claudette, die hatte ich erst am Ende, die hatte ich vorher gar nicht. So, das waren meine Überlebenden. Ja, hier hatte jemand Eifer der Menschen dabei, aber war das die Claudette oder war das die Nia? Keine Ahnung. Wobei, sie war die Einzige mit Eifer der Menschen, also war das die Nia. Okay, Glück gehabt, dass sie in die Falle gelaufen ist. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.